Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, schon wieder ein Beschleunigungsgesetz. Die linksgrüne Ampel will wohl schnell noch vollendete Tatsachen schaffen, bevor sie vom Wähler hinweggefegt wird. Ihre Angst dabei ist berechtigt. Und auch schon wieder ein Griff in die autokratische Trickkiste. Wieder wird ein neues Ermächtigungsgesetz auf den Weg gebracht. Und jetzt sollen also auch noch Wärmepumpen und Geothermie im überragenden öffentlichen Interesse sein und würden der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit dienen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Umweltrechtliche und baurechtliche Vorschriften werden niedergewalzt. Die Risiken von verunreinigtem Grundwasser aufgrund freigesetzten Schwefelwasserstoff oder Schwermetalle oder eben auch induzierte Erdbeben durch Beeinflussung der tektonischen Spannungen werden systematisch unterschlagen. Die Stadt Staufen im Breisgau lässt grüßen an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, die Vermeidung von Risiken hat bei diesem Gesetz keine ausreichende Lobby mehr. Leider. Und keine andere Art der Raumbeheizung ist so ineffizient, teuer und energiehungrig wie Wärmepumpen. Insbesondere im Winter sinkt die Leistungsfähigkeit und steigt der Strombedarf gewaltig. Und das wird nun weiter planwirtschaftlich privilegiert. Aber zum Beispiel die Sanierung von Schulen, von Kindergärten, von Brücken und Straßen, das wird vernachlässigt. Das muss demgegenüber zurückstellen. Die Infrastruktur ist marode, aber Hauptsache, die Linksgrünen befriedigen noch schnell ihre letzten drei verbliebenen Wähler. Eine Regierung, die solche Prioritäten setzt, die hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren, meine Damen und Herren. Die Linksgrünen leben mit ihren subventionierten Fantastereien auf Kosten der Gesellschaft. Wir kennen das. Im Landtag Brandenburg zum Beispiel hat die grüne Fraktion über ihre Verhältnisse gelebt. Es fehlen Gelder für die Bezahlung von Mitarbeitern. Und jetzt sollen die Steuerzahler für diese Misswirtschaft aufkommen. Liebe Freunde, liebe Damen und Herren, das ist linksgrüne Politik, das ist der Markenkern Leben auf Kosten anderer. Hauptsache, die eigenen Fantastereien werden ausgelebt, aber jetzt zerplatzen diese, wie zum Beispiel die ideologische Transformation hin zur wasserstoffbasierten Planwirtschaft. Norwegen stellt das Projekt der Wasserstoffleitung nach Deutschland ein. Bei ThyssenKrupp endlich hat man eingesehen, dass es ein Schildbürgerstreich ist, mit Wasserstoff Stahl herstellen zu wollen. Aber das eben leider eben nach Milliarden, die ausgegeben worden sind für nichts und wieder nichts. Und meine Damen und Herren, ich habe mir nie vorstellen können, wie also Ende der 50er Jahre in China Mao Zedong davon träumte, dass also jeder Chinese da seinen Hochofen hat und Stahl produzieren konnte für die Volkswirtschaft. Ist so gemacht worden. Das war natürlich ein Riesendesaster. Aber damit steht er in seiner Dummheit nicht allein. Also die Ampel macht ja genau das Gleiche entgegen den Gesetzen von Physik und Ökonomie. Sie fabulieren was von E-Mobilität, die also umweltverträglich oder wettbewerbsfähig sei, oder eben von Wärmepumpen, die nicht effizient sind, oder eben von Wasserstoffturbinen, die es noch gar nicht gibt, meine Damen und Herren. Nee, beenden wir diesen Firlefanz. Sowas ist keine Aufgabe der Lenkungsfunktion eines Staates. Man kann diese Technik unter Einbeziehung und Beachtung aller Risiken natürlich nutzen. Aber bitte schön, keinen einzigen Euro von Steuergeldern und keine Privilegierung, meine Damen und Herren. Und was uns wirklich in der Wärme weiterbringt, das ist preiswertes Öl und Gas. Und wir kriegen ja immer noch russisches Gas, nur sagt das keiner. Also seien wir an dieser Stelle doch mal ehrlich. Wir brauchen auch russisches Gas. Also, Beendigung der schädlichen Sanktionen, Inbetriebnahme von Nord Stream 2 und wieder sozialverträgliche Energiepreise. Es gibt schon längst eine zivilgesellschaftliche Bewegung gegen die Sanktionen. Stoppt die Kommen Sanktionen. Sie bitte zum Schluss. Diese Bewertung, diese Bewegung unterstützen wir. Und das ist genau im deutschen Interesse. Vielen Dank.